Kann mich auch einfach ducken und dann schieben. Das geht auch. Das geht, glaube ich, sogar ein bisschen besser noch. Oder schlagen und ducken und schieben. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded in der neuesten Version 1.1. Meine lieben Freunde, wir haben noch, also ich habe noch ein bisschen mal im Update-Patch-Notes reingelesen und habe auch noch mal ein paar Hinweise von euch gelesen. Und da wurde mir tatsächlich gesagt, von euch wurde mir das gesagt, dass die Uhr wohl tatsächlich neu sei. Das habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, war mir gar nicht so bewusst. Einige haben das gesagt, dass die neu ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das immer gar nicht so gut beurteilen, was neu ist und was nicht. Weil ich ja die Möbel bisher noch gar nicht so zahlreich gebaut hatte irgendwie. Also das meiste, was ich gebaut habe, waren die Lampen. Und ich glaube, einen von den Bärenledersesseln habe ich bisher aufgebaut. Aber ansonsten eigentlich ja gar nicht wirklich was. Und dann meintet ihr irgendwie, die Standuhr, die wäre neu gewesen. Ist ja interessant, habe ich so gar nicht auf dem Zettel gehabt. Funktioniert auch sogar. Ist der Wahnsinn. Genau, und dann haben wir auch noch ein paar Infos gekriegt zum Thema Waffen. Also, dass man jetzt halt mit den Waffen bestimmte Eigenschaften nutzen kann. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass Salzwaffen, wenn ich jetzt einen Weevil töte oder eine Laus mit der Salzkeule, die jetzt auf Salz getrimmt wurde, ja, dann wird das automatisch, wird der Weevil automatisch zu Dörrfleisch. Also, der ist automatisch gedörrt. Das ist natürlich schon geil. Ich will mal gucken, ob ich das hier mit so einer Laus vielleicht demonstrieren kann, weil die kann ja auch gedörrt werden. Muss mal gucken, ob ich schnell genug so eine Laus getötet kriege. Genau, wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Grounded reinziehen in der neuen Version, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir... Dass wir das uns hier reinziehen. Verdammt, die ist zu weit oben. Komme ich nicht ran. Ich brauche eine, die ich überraschen kann am Boden. Habe ich noch irgendeinen anderen Salzpfeil? Salz irgendwas? Nee, habe ich nicht. Laus. Wo ist die Laus? Wo ist die Laus? Ich brauche die Laus. Ich brauche. Da ist ein Weevil. Nice. Weevil weggeklatscht. Hier ist ein Molar. Rüssel, Käfer, Dörrfleisch. Habt ihr das gesehen? Es ist kein normales Fleisch. Und sogar. Genau. Also, ich habe da jetzt zwei schon davon, weil ich schon einmal einen getötet habe. Das ist natürlich nice. Wow, Vorsicht. Den, gegen den Dicken wollen wir jetzt nicht kämpfen. Das muss jetzt nicht sein. Ah, warte mal. Leben brauche ich auch noch. Das ist eine gute Idee. Gib mir das mal. Also man kann jetzt mit diesen... Ich glaube, scharf macht das und salzig. Wobei, man müsste vielleicht direkt mal ausprobieren, ob man bei scharf vielleicht sogar auch gebratenes Fleisch rauskriegt. Warte mal, wo waren jetzt hier... Hier war irgendwo ein Molar gerade noch gehighlightet. Manchmal ist das echt komisch, wo da noch Molare gehighlightet werden. Es sind aber keine neuen dazugekommen im Update, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass in den Patch Notes was stand. Hier ist aber irgendwo was. Irgendwo hier ist was. Hier ist auch noch ein... hier ist auch noch Lehm. Den Lehm brauchen wir. Es gibt jetzt nämlich ein neues Rezept auch. Das habt ihr mir auch noch gesagt. Für größere Stacheln zur Verteidigung. Und das ist natürlich auch was. Wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen, oder beim, ja, was heißt beim letzten Mal? Wir hatten in einer der früheren Folgen ja mal so einen schwerwiegenden Termitenangriff auf meine Base gehabt. Und da wären natürlich so Verteidigungsstacheln, die mal ein bisschen mehr können, die wären natürlich auch mal eine feine Sache. Hier ist so, was? Hat er mich gesehen? Von da hinten? Seid ihr jetzt irgendwie Hellseher oder was? Ich glaube, kann das sein, dass der Alert hier falsch ist? Dass der mir eigentlich das Labor alertet und kein... Doch, warte mal, der alertet mir beides. Ich check's aber irgendwie ehrlich gesagt gerade nicht, wo er ist. Wir waren ja hier eigentlich schon die ganze Zeit immer gewesen. Sehr komisch. Ich weiß nicht genau, was er mir da jetzt oder wo er mir da jetzt ein Molar highlightet. Vielleicht sind neue reingepatcht worden, man weiß es nicht. Genau, also mein Plan ist, dass wir hier vor der Base mal noch ein paar von diesen neuen Spikes aufstellen. Das Gute ist, wir haben ein paar Materialien für diese Spikes schon am Start. Also man braucht diese Aschebauelemente, den Aschezement. Und man braucht halt den Staub von, den, von der Fußmatte.
den man zu Leinen spinnen kann, ja. Ah ja, genau, und ich wollte das Katana noch einmal upgraden. Das machen wir jetzt mal gleich hier. Katana. Yes! Verbessern. Jetzt haben wir ein maximal mächtiges Katana. Das war mir noch ein Anliegen jetzt, weil das ist, glaube ich, die einzige Waffe, die wir noch nicht auf Maximum gelevelt haben. Wobei, nee, die Armbrust haben wir auch noch nicht. Da können wir auch noch einmal was zugeben. So, genau. Also, was hatte ich jetzt gebraucht? Ich hatte, ich glaube, Lehm, diese Dinger hier und dann natürlich das Zeug hier. Und da hatte ich hier auch noch was drin gehabt. Da habe ich ein bisschen was vorproduziert von dem Zeug. Muss ich mal gucken, habe ich da jetzt alles dafür? Ja, jetzt habe ich alles dafür. Dann bauen wir das jetzt mal. Ah, nee, mein Holzsplitter noch. Holzsplitter, Holzsplitter fehlen noch. Die brauchen wir noch. Dann bin ich mal gespannt. Ist der Molar im Loch unter dem blauen Kappen? Aber da haben wir doch schon alle rausgeholt eigentlich. Da waren wir doch schon. Das ist doch der Weg, der zu dem molaren Glas rüberführt. Und da hatte ich eigentlich alle rausgeholt. Das muss irgendwo anders sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo. So, meine lieben Freunde, dann wollen wir mal gucken. Hier können wir jetzt diese Spikes aufstellen. Das ist jetzt die Frage. Ich mache die mal so ein bisschen so näher ran. Ja, und hier ist ja jetzt irgendwie, hier geht es ja jetzt dann irgendwie so ein bisschen abschüssig nach unten. Weiß ich jetzt gar nicht. Dann machen wir das mal vielleicht hier hin. Weil die laufen ja dann auch gerne immer mal so gerade drauf zu auf die Base. Dass wir vielleicht das einfach mal so machen. Es ist prädestiniert dafür, dass ich selber reinlaufe, aber egal. Und dann vielleicht hier vorne noch. Wenn sie nicht genau auf die Tür zulaufen, müsste das doch passen. Auf jeden Fall hier vor und hier vor. Das sieht doch wieder so. Die sollen deutlich mehr Schaden machen, diese Spikes. Ja, können wir jetzt natürlich schwer testen, ja. Also muss man jetzt sagen, ich könnte reinlaufen selber, aber ich bin ja nicht bekloppt. Insofern, ja, das soll wohl besser funktionieren mit denen. Es gibt ja, wie gesagt, die, die wir schon kennen. Das sind ja die Stachelhalme. Und da sieht man ja schon, die sind ja schon deutlich kleiner. Aber ich muss mal sagen, die Stachelhalme, also die flachen, die sehen deutlich gefährlicher aus irgendwie als die großen. Muss ich jetzt mal sagen. Aber naja, gut, wir werden es sehen, wie effektiv sie wirklich sind. Das wissen wir ja erst, wenn wir einen Angriff gekriegt haben. Und wahrscheinlich kriegen wir auch irgendwann nochmal einen Angriff. Damit ist ja zu rechnen. Die machen keinen Schaden mehr an dir selbst. Ernsthaft? Das muss ich jetzt ausprobieren? Tatsächlich. Die machen keinen Schaden mehr an mir selbst. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann hier langlaufen. Das ist ja voll geil. Das ist Quality of Life. Nice. Quality of Life. Nice. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich kann mich in meine eigenen Stacheln werfen und es passiert nichts. Das ist ja schon ein bisschen geil. Das ist ja schon ein bisschen geil. So, jetzt ist die Frage. Suchen wir uns jetzt noch den Molar hier? Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier ewig rumstochern und suchen. Ich kann ja doch nochmal in diese eine Höhle mit dem blauen Verschluss reingehen vielleicht. Einfach nochmal, um zu gucken, ob da nicht vielleicht doch nochmal irgendwie was reingepackt wurde. Hier ist ja das Ding. Ist hier vielleicht... Ah, hier. Warte mal. Hier, hier, hier. Ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Das muss es sein. Was zum... Was? Wo sind wir denn hier gelandet? Da ist ein Ball. Ich habe wieder was Neues gefunden. Hier geht's auch wieder raus. Oder? Nee, hier geht's zum Ball. Ein Ball. Kann man den anbumsen? Es steht kein Sprengsymbol da, also... War das vielleicht der Hamster? Der Hamster, der da auf der anderen Seite da tot rumliegt? Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Meine lieben Freunde. Wie komme ich hier wieder raus? Ich komme am Dings nicht vorbei. Ah doch, man kann ihn bewegen. Warte mal. Man kann ihn, glaube ich, bewegen. Ich habe ihn, glaube ich, gerade kurz bewegt. Der bewegt sich, der bewegt sich. Vielleicht doch mal sprengen. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es runtergeschoben. Ich bin in die Hocke gegangen, habe es runtergeschoben. Okay. Ah, und jetzt kann ich auf dem Ball... Das ist ja geil. Ist es neu? Jetzt mal blöd gefragt. Meine lieben Freunde, ist es neu? Jetzt kann ich nämlich den Ball darüber schieben.
Huch. Was zum Teufel? Irgendwelche komischen Geräusche. Ist nicht neu? Okay, schade. Ich dachte schon, ich hätte was... Aber für mich ist es neu. Schlagen soll ich das Ding, habt ihr gesagt. Ich kann es auch einfach... Ich kann mich auch einfach ducken und dann schieben. Das geht auch. Das geht, glaube ich, sogar ein bisschen besser noch. Oder schlagen und ducken und schieben. Guck mal, nice. Und da oben, da ist ja Molar, oder? Nein, warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich es ganz falsch gemacht, oder? Warte mal ganz kurz. Geht's hier noch hoch? Nee. Krass, meine lieben Freunde. Ah, nein, ich wollte doch da nach drüben. Ist ja. Da oben ist der Molar. Warte mal, jetzt muss ich schauen. Ah, so, genau. So, warte. Oh Gott, hör auf, dich zu drehen, Alter. Ich krieg hier Motion Sickness. Okay, warte kurz. Motion Sickness. Motion Sickness. Den gibt's schon lange. Über den Ball kommst du an den Molar. Ja, das versuche ich gerade. Das habe ich mir gerade auch schon gedacht. Aber die Frage ist, wie kann ich den dann steuern? Warte mal, wenn ich oben drauf stehe. Was? Wer? Wo? Hä, was macht ihr denn hier unten? Ja, jetzt musst du zusehen, wie du zu mir kommst. Weißt du was? Du nervst. Du nervst, du kleine Ameise. Stirb einfach. Verdammt. Verdammt! Erstmal hier jetzt Zeug holen. Warte, 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 warte. Ich brauche einen Hammer. Das sind ja oberste Marmore. Nicht schlecht. Schade, dass keine obersten Quarzitze sind. Das wäre natürlich auch nett. Nice, 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 nice. So, Moment. Dann gehen wir mal darüber. Nein! Ich bin nicht hochgekommen. Moment. Dann müssen wir nochmal versuchen. Aber cooles, coole Sequenz hier. Auf jeden Fall. Die Ameise ist weg. Also sie hat mir meine Pfeile da gelassen, wenigstens. Nein. So, warte. Jetzt räum mal darüber. Ja, wenn man so ein bisschen in die Richtung läuft auf dem Ball, müsste man doch eigentlich den Ball so ein bisschen in die Richtung beeinflussen können. So. Räum mal darüber. Du blöder Powerball. Warte. Jetzt habe ich's. Nice. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe einen weiteren Molar. Nice. Bam. Sauber. So, warte. Jetzt kann ich einfach oben rauslaufen. Das ist irgendwie cool gemacht. Das war bestimmt der Hamster, der da tot rumliegt. Der hat bestimmt hier den Ball da reingeschoben. Hat unten dann Kaugummi gefunden. Hat den Kaugummi gefressen und ist am Kaugummi gestorben. Sehr nice, meine lieben Freunde. Wieder ein Molar. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 4 Stück. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich mir davon jetzt nochmal was kaufen könnte. Hier war nämlich das mit dem Molarglas. Da kann man dann da rein. Aber genau, das war ja nicht das jetzt. Genau. Die neuen Schnellleisten verwendest du noch nicht. Ich bin zu inkompetent, da diese Schnellleisten immer dann hin und her zu scrollen. Das ist nicht so meins. Habe ich auch bei Saatis nie genutzt und werde das hier wahrscheinlich auch nicht nutzen. Mir reicht die zusätzliche Inventar-Schnellleiste, also Leiste, mehr Inventarplatz reicht mir völlig aus. Ich brauche die ganzen Aktionsleisten da unten gar nicht. Man hat ja eh meistens immer die 5 oder 6 selben Items, die man immer wieder benutzt. Von daher... Ich meine, das ist nett, aber ich gewöhne mich an sowas immer nicht. Das Einzige, was mir am wichtigsten war, war der zusätzliche Inventarplatz. So, jetzt haben wir noch was zu essen. Nee, haben wir nicht. Ah doch, das Dörrfleisch. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier noch was wegpacken. Huch. Das nehmen wir mal wieder raus. Ja, wir brauchen eigentlich noch diese Dinger hier am besten, das Fusselseil, weil dann könnte man nämlich auch mal bei so einem Mixer diese Spikes aufbauen. Das ist bestimmt hilfreich, also gerade auch bei den Mixern, wo ich dann gleichzeitig auch noch Flugviecher abwehren muss. Wenn die Gegner in die Spikes reinlaufen, die vom Boden auskommen, ist das bestimmt eine gute Sache. Wir haben ja hier in der Nähe auch diesen einen sehr schwer zu bewältigenden Mixer. Wie viel kriege ich eigentlich, wenn ich das Weevil-Dörrfleisch esse? Wie viel kriege ich denn da eigentlich zurück?
Oh, gar nicht so viel. Aber das ist ja eigentlich ganz cool, dass man da immer gleich konserviertes Essen dann direkt kriegt. Da muss man ja eigentlich gar nichts mehr mitnehmen, ne? Ich bin ja mal begeistert, du hast fast gar nichts in deinem Rucksack. Na, so stimmt das eigentlich nicht. Ich habe das, was ich sonst auch immer dabei habe. Nur habe ich jetzt halt eine Leiste mehr zur Verfügung, ne? Guck mal, wie dann gleich das Inventar einfach viel schlanker aussieht plötzlich. Also viel. Ich habe plötzlich doppelt so viel Platz wie vorher. Das ist schon geil. Gut, jetzt kommt hier natürlich noch dazu, dass ich auch ein paar weniger Pfeile habe. Jetzt habe ich ja auch nichts gefarmt. Also ich habe ja jetzt gerade nicht irgendwie eine Farming-Tour gemacht oder so, wo ich dann wieder ganz viel Zeug dann gesammelt habe und so. Das geht ja dann meistens, wenn du irgendwie rumziehst um die Häuser und dann irgendwie ganz viel Zeug sammelst. Meine Uhr hat gebimmelt. Nice. Dann kriegst du ja meistens die Inventarprobleme dann erst. Also. Uralter Witz von Otto Walkes. Habe die Ehre, habe die Masern. Ach so, okay, gut. Ich dachte schon, Sunny hat die Masern. Ich dachte schon, das wäre irgendwie jetzt ernst gemeint gewesen. Ich war mir da gerade nicht ganz sicher. Okay, schlafe bis zum Morgen. Machen wir das mal. Genau, man schläft jetzt übrigens auch immer bis 6 Uhr morgens. Das wurde mir jetzt auch nochmal erklärt. Also, man musste ja vorher immer warten und gucken. Also, es ist jetzt leichter, die Nacht zu überspringen. Und man hat aber trotzdem immer dieselbe Menge an Nahrungs- und Wasserverlust, wenn man geschlafen hat. Also von daher, das ist eigentlich ganz nice. So, ich würde sagen, suchen wir uns mal noch irgendwie mal schnell mal einen Weevil noch. Hauen den mal um. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen rum und holen noch mal von der Fußmatte noch mal ein bisschen Zeug zum Beispiel. Denn ich habe ja immer noch so ein paar Dinge, also auch Käfer, die ich noch nicht gescannt habe und so. Ich glaube, die schwarzen Ameisen fehlen mir auch noch. Genau, die habe ich schon, die normalen Ameisen, also die Feuerameisen. Mir fehlen aber noch so Sachen wie, warte mal, ich kann auch hier mal die Pilze nehmen, dann geht das schneller. Wie gesagt, schwarze Ameisen fehlen mir noch und noch so ein paar andere Tiere. Die habe ich noch nicht gescannt. Und die müssen wir mal scannen, weil, wie gesagt, wenn ich die nicht gescannt habe, kriege ich nämlich sonst auch keine Weevil-Fleisch. Oh, jetzt, okay. Das muss ich jetzt natürlich noch zubereiten, weil das ist jetzt ja unzubereitet, wenn das einfach so rumliegt. Genau. Wenn ich ihn nicht selber getötet habe, den Weevil, dann muss ich natürlich dann selber machen. Dann braten wir das noch schnell. So viel Zeit muss sein. Ich kann ja die Pilze schon mal nehmen, um mich so ein bisschen hochzufuttern währenddessen. Und dann gehen wir mal zur Dings, zur Fußmatte und gucken mal. Irgendwie ist das bei mir immer noch so drin, dass ich versuche, um die Spikes drumherum zu laufen. Ich traue dem Braten immer irgendwie noch nicht, dass ich da keinen Schaden kriege. Das hat man halt so konditioniert. Da kriegt man das nicht mehr raus aus dem Kopf, wenn das einmal da so drin ist. So ist das. Da braucht man erstmal wieder eine ganze Zeit, um das umzulernen. Einige haben auch gesagt, sie sind froh, dass sie noch keine Ziplines gebaut haben, weil die ja jetzt in beide Richtungen funktionieren. Also man braucht jetzt eigentlich immer nur eine, um eine Richtung abzudecken. Ich habe aber trotzdem einen Vorteil, wenn ich die in beide Richtungen gebaut habe schon vorher. Denn wenn man die nimmt, die nach unten das Gefälle hat, also wo das Gefälle nach unten geht, dann ist man trotzdem immer noch schneller an der Zipline. Also man nimmt dann immer mehr an Fahrt auf, je länger die Zipline auch ist. Das heißt, das ist nicht völlig sinnlos, dass man die schon vorher gebaut hat. Es ist halt nur, ja, es ist halt nur so eine Sache, weil am Ende des Tages, ja, man hätte sich natürlich viel Aufwand sparen können, ist wahr. Ist aber egal, ich habe ja das Spiel auch jetzt auch schon ganz lange am Start und da war das ja klar, oder da ist das ja immer so, wenn du ein Early Access Spiel spielst, dass du halt meistens auch viele Sachen machst, die dann später wieder überflüssig sind. Das ist halt leider bei Early Access so. Das war ja bei Saat auch so. Du baust dir riesige Fabriken auf, ohne dass Förderbandlifte im Spiel sind. Und dann kommen plötzlich Förderbandlifte ins Spiel und deine ganzen Fabriken müssen eigentlich plötzlich komplett anders gebaut werden, ja. Oder haben plötzlich neue Geräte, die gebraucht werden und sowas, weil sich Rezepte ändern. Das sind alles Sachen, die bei Early Access natürlich passieren können. Und hier ist es halt das mit dem Zipline-Transporter. Wobei man auch fairerweise sagen muss, man kriegt das mit der Zipline ja nicht von Anfang an. Man muss den Assistant Manager im schwarzen Ameisenhive umbringen. Also was heißt umbringen? Das ist ja nur ein Roboter, ja. Also dieser schwebende Assistant Manager, den muss man
besiegen den Boss und dann erst kriegt man ja die Keycard, wo man in diesen Raum kommt. Also wer jetzt Grounded von Anfang an spielt, der kommt ja erstmal gar nicht in den Genuss. Wobei man auch sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann die Ziplines nochmal freigeschaltet wurden. Die muss man ja mit Raw Science, glaube ich, freischalten, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist eben dann auch die Frage, man könnte natürlich dann auch mit der Freischaltung der Ziplines einfach warten, solange bis man halt dann auch den Assistant Manager platt gemacht hat. Aber gut, ist halt immer so die Frage, braucht man die Ziplines für sein Gameplay überhaupt? Ich meine, man kann ja theoretisch auch einfach alles am Boden machen oder so, keine Ahnung. Und zu den Locations kann man ja immer irgendwie über irgendeinen Weg auch hin. Also, die Ziplines sind ja nur Abkürzungen am Ende des Tages, um schnell an bestimmte Stellen zu kommen. Was jetzt natürlich einfacher geht, weil man jetzt natürlich, ja, weil das jetzt halt einfach einfacher geht. Es ist einfach einfacher. Es ist einfach alles einfacher. Kommt das Update für die Xbox? Ich kenne mich mit den Konsolen-Update-Zyklus leider nicht aus. Ich weiß nicht, wie das bei Konsolen ist, bei Grounded. Eigentlich müsste das Update, sobald es final ist, auch für die Xbox kommen. Ich weiß nicht, ob die Experimente auch auf der Xbox irgendwie zur Verfügung steht. Keine Ahnung. Ich spiele keine Konsole, ich weiß das nicht. Ich spiele PC. Deswegen kann ich solche Fragen immer schwer beantworten. So, Moment. Ameisen-Scan. Nicht vergessen jetzt. Erstmal gleich mal machen. Okay, die haben wir schon gescannt. Was ist denn mit den Soldaten-Ameisen? Boah, wo sind eigentlich hier die Soldaten? Müssten die hier nicht eigentlich rumlaufen? Da. Genau, guck mal. Die haben wir nämlich noch nicht. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. So, und jetzt gucken wir mal hier bei den kleinen Staubmilben, ob wir die schon haben. Bong, bada, bong, bada, bong, bada, bing, bada, bong, bada, bing, bada, bam. Haben wir die Staubmilben schon? Scheinbar haben wir die schon. Da wäre ich auch gleich bespuckt. Da wäre ich auch gleich richtig bespuckt hier. Mann, da spucken sie mir ins Gesicht, die kleinen Schweinchen. Okay, wir brauchen diese Knüppel. Ihr kleinen Schweinchen, lasst mich in Ruhe. Gott. Ah. Ah, ah, aua. Ihr hässlichen Fratzen. Sterbt. So, gleich erstmal hier alle abservieren. Ha, am Ohr vorbei. Jawohl. Weg mit dem Viehzeugs. Tot. Tot. Alle tot. Dann gleich erstmal hier den Staub nehmen. Im unterm Schuppen gibt es, glaube ich, auch noch ganz viel Staub, den man sich theoretisch noch holen könnte. Schnapp dir den Staub von der Fußmatte, Junge. Schön den Staub von der Fußmatte abkratzen. Deswegen, meine lieben Freunde, ist es immer gut, wenn man auf der Fußmatte immer noch ein bisschen Staub kleben hat, den man übrig lässt für die kleinen geschrumpften Teenager. Falls mal einer ins Haus kommt und so, dann kann er sich da bedienen, was den Staub angeht. Deswegen nie alles komplett sauber machen. Immer auch ein paar Wollmäuse übrig lassen und so. Das ist immer ganz gut. Wobei, manchmal bei mir sind da schon größere Wollmäuse am Start als das, was man hier so sieht. Das ist auch so ein Ding. Naja, egal. So ist das. Gib mir mal hier die Wollmäuse. Sehr schön. So, hier noch das schnell. Ich will mal jetzt versuchen, nicht alle von den blöden Milben da töten zu müssen. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen zu umgehen, weil die sind so nervig. Ich glaube, ich habe es jetzt eh schon alles. Ja, ich glaube, ich habe es eh schon jetzt. Meine Güte, was labert er denn gerade, ey? Das ist ja unfassbar. Hey, voll die Labertasche, ey. Unglaublich. Okay. Warte, warte, warte. Ich muss mich kondensieren. Ich glaube, jetzt habe ich den Staub. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, nochmal zum Termitenhügel zu gehen, weil ich glaube, den König müssen wir, glaube ich, auch nochmal scannen. Beziehungsweise irgendwas war da auch noch zum Scannen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Den Skarabäus, da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir den auch noch analysieren können. Die Mantis muss, glaube ich, auch analysiert werden. Die hat man, glaube ich, auch noch nicht gescannt. Genau, ich guck nochmal nach. Was? Ah, Molar, stimmt. Hier war ja auch der Molar noch der eine. Da muss man sich irgendwie hier hoch bewegen irgendwie. Keine Ahnung, in diesen einen von diesen Blumentöpfen ist da noch einer drin.
Da muss man irgendwie da hoch und dann sich so rüber segeln lassen. Irgendwie so ähnlich war das. Da ist auch nochmal Raw Science. Das wollte ich auch nochmal probieren. Genau, warte, das können wir gleich mal testen, ob das geht. Ich glaube nämlich für nächste Freischaltung, Molar-Freischaltung, brauche ich E5. Mit den Fernglas sieht man jetzt auch die Schwächen sofort. Genau, das ist auch neu, dass man sofort, wenn man die Tiere schon mal gescannt hat, dass man sofort sehen kann, wie viele hat man getötet, welche Schwächen haben die. Das ist auch besser, als ständig da in diesen komischen Datensatz da immer reinschauen zu müssen, weil das ist voll nervig gewesen. Immer im Kampf willst du ja wissen sofort, was hat der Gegner für eine Schwäche. Ja, du willst ja nicht erst ständig in deinem Inventar und in diesen komischen Unterlagen da rumfummeln. Du holst ja auch nicht einen Aktenordner raus, wenn du irgendwie gerade kämpfen willst und so. Verdammt, warte mal, ich muss mal gerade versuchen, hier irgendwie besser hochzukommen noch. Hier hoch und dann hier hoch. Und dann hier hoch. Ich glaube schon, dass wir ganz hoch müssen, sonst klappt das nämlich, glaube ich, nicht so, wie ich mir das denke. Ja, genau, sehr gut. Und dann müssen wir mal schauen. Irgendwo ist hier auch noch Raw Science. Ich höre hier irgendwas. Da oben. Okay. Das ist hier aber auch nicht so leicht, muss ich mal sagen. Wie kommt man denn jetzt da auf die andere Seite? Mit rüber segeln vielleicht. Oder ich probiere erstmal den Molar zu holen. Vielleicht ist das schlauer. Ich bin ja hier schon auf dem höchsten Punkt eigentlich. So, wenn man jetzt versucht... Ich glaube, der Molar ist entweder da drin oder da drin. Das heißt, wir müssen, wenn dann, zu der Kante darüber. Oder erstmal versuchen, auf den Kaktus rauf und dann vom Kaktus auf die Kante. Aua, aua, aua. Das tut schon vom Hingucken weh. Nein, spring doch, du Plebs. Oh, hat er nicht gesprungen, Mann. Das ist immer so dumm. Er rutscht dann einfach ab, statt zu springen. Das ist immer so unglaublich dumm. Ich hasse diese Stelle. Ich meine, man könnte auch probieren von der anderen Seite vielleicht einfach. Ach, ich weiß nicht. Man muss auf jeden Fall da hinten auf diesen Vorsprung darauf. Da hast du ja noch was vor heute. Ja, alles werden wir nicht schaffen. Von diesen Viechern, also mit diesen Viechern scannen und so. Das werden wir nicht hinkriegen, glaube ich. Das wird zu viel. Das kriegen wir nicht hin. Aber heute schon mal so ein bisschen, so ein paar versuchen auf jeden Fall. Sag mal, wie habe ich das vorhin wieder gemacht mit dem Hochklettern, Mann? Das ist auch sehr verwirrend hier, muss ich mal sagen. Moment, dieses ganze Gestrüpp hier. Ich versuch's mal hier hoch. Hier hoch, genau, hier, so, und dann hier. Hier. Ich weiß ja nicht, komme ich noch höher? Ich meine, von da oben könnte man es natürlich, aber was ist jetzt die Frage, kommt man überhaupt da hoch? Ich muss versuchen, auf diesen großen Kaktus drauf zu kommen oben. Komm schon. Nein. Ganz knapp nicht. Ach, weißt du was? Das ist mir jetzt zu nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da wisst ihr Bescheid. Ihr müsst da halt irgendwie hoch. Keine Ahnung. Entweder vielleicht nochmal eine Pflanzenetage noch weiter hoch und dann versuchen, rüber zu gleiten oder irgendwie. Ich habe dafür jetzt keine Geduld. Da ist meine Geduldsschnur heute zu kurz dafür. Das kriege ich heute nicht hin, sowas. Solche filigranen Aktionen hier. Du bist sicher noch nicht ganz hoch. Bau dich doch ganz einfach hoch. Ja, das könnte man auch mal, aber da muss man natürlich das ganze Material da erstmal hinschaffen. So, was ich eigentlich holen wollte, war das hier. Ich wollte hier nochmal ein paar Holzdinger holen, genau. Und da fallen sie gleich runter. Perfekt. Genau, weil Holz brauchen wir ja auch für diese Spikes. Für diese tollen neuen Holzsplitter. Und da kann man die ja gleich mal sich krallen. Hier, jetzt fallen die hier so in die Nischen rein. Das ist natürlich ungünstig. So, warte, hier ist noch was. Nimm das mal alles mit hier, genau. Wenn man so auf solche Spikes so frontal zuläuft, ist bestimmt auch nicht so gesund. Aber zum Glück kriege ich ja keinen Schaden von sowas. Nice, guckt euch das an. Wunderbar, da haben wir es. Da haben wir es, da haben wir es. Ich überlege, wenn wir jetzt hier eh schon sind, ich
Ich überlege ernsthaft, ob ich noch mal dem König von den Termiten noch mal einen Besuch abstatten soll. Zumindest vielleicht auch mal gucken, ob ich alle Termiten auch schon gescannt habe. Ich glaube, ich habe nämlich nur die kleinen, aber die großen habe ich, glaube ich, gar nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann ja mal gucken. Kann ja mal hier so durchgehen einfach. Okay, nee, ich habe scheinbar beide. Soldatentermite und die kleine habe ich schon. Okay, nee, dann fehlt wirklich nur noch der König. Aber ja, ich weiß auch nicht, ey. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin, weil dann wird es ganz schön stressig. Wenn wir zum Termitenkönig gehen. Dann nehme ich mir hier lieber noch ein paar Holzsplitterchen mit. Nein, jetzt fallen die alle runter. Hört auf, runter zu fallen. Da ist noch was. Nee. Man sieht es halt auch nicht, wenn es runtergefallen ist. Wo es hingefallen ist. Muss ja irgendwo hier unten sein. Oh Gott. Kotzt mich nicht an. Hört auf damit. Was habt ihr gegessen, dass ihr die ganze Zeit am Kotzen seid, ihr Viechers? Splitter! Ist es Rost hier? Nee. Ah, Rost. Stimmt, Rost brauchen wir ja auch noch. Da war ja was. Da können wir aber eigentlich auch noch mal durch den Termitenbau durchgehen. Da gibt es ja rostige Nägel. Warte mal. Da will ich mal gerade schauen. Rostige Nägel, rostige Nägel, rostige Nägel. Die sind alle noch zu intakt, die Nägel. Die bringen leider nichts. Aber hier weiter oben müsste es eigentlich rostige Nägel geben. Da sind noch mal Holzsplitter, das ist auch gut. Ja, immer schön Holzsplitter mitnehmen. Braucht man ja auch für Pfeile letztendlich. Los, komm her. Du weißt es. Du willst es doch. Hab ich mir doch gedacht. Warte. Stirb. Haha. Nice. Gleich mitnehmen. Da sind rostige Nägel. Hier sind welche. Werde ich mal kaputt schlagen noch. Sehr gut. Wo ist der Rost? Da. Da ist noch ein rostiger Nagel. Ein schönes Geräusch machen die jetzt. Das haben die doch vorher nicht gemacht, so ein metallisches Geräusch. Wobei es komisch ist, dass so ein rostiger Nagel noch so metallisch klingt, ne? Wenn der schon so am Auseinanderfallen ist. Ein Molar ist hier noch. Ja, Vorsicht. Moment, ich muss gerade mal kurz. Ich muss mal einen Smoothie nehmen. Was ist denn hier eigentlich noch so? Böse Frage hier. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Okay, dann haut ab. Ah, Spinne. Katana. Kommst du her? Attacke? Nicht? Okay, dann nicht. Aber du willst. Okay. Es gibt immer einen, der will. Immer auf den Kopf rauf. Die Keule ist schon ein bisschen geil. Muss ich sagen. Die ist schon ein bisschen toll, ist die. So, warte mal. Molar, Molar, Molar. Ich habe hier gerade noch... Oh. Oh, das ist Science. Nice. Blibblibblibblibblibblibl. Spinne. Moskito. Molar. Rost. Hä, kann man da rein? Nee. Spinne. Wo ist denn der Rost jetzt hin? Da ist der Rost. Warte. Kleines Schweinchen kriegst du jetzt auf den Kopf. Ja, ist okay. Ich werde es hier sehen. Kleines Schweinchen von Wolfsspinne. Hast dir so gedacht, dass du mich hier einfach platt machst? Aber da habe ich dir ein Schnippchen geschlagen. Verdammt, hast du mich hier vergiftet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat sie mich einfach... Oh, kommt gleich die nächste. Wie viele sind denn hier oben? Mehrere. Los, greif mich an, komm, deine Mutti, deine Schwester hat mich auch schon angegriffen.
Stopp. Au, hat sie gesagt. Man sollte eben nicht zu früh sich freuen. Ja, so ist das hier. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal lokalisieren. Wo ist denn jetzt dieser Molar hier? Ist da irgendwo ein Molar? Ach Herrgott, noch eins. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe nach Molaren suchen? Die hat in mir drin gesteckt, gerade die Mücke. Ich glaube, jetzt habe ich Ruhe, oder? Jetzt habe ich hier alles platt gemacht. Also, Moment. Hier ist ein Molar. Der wird gehighlightet. So, der muss ja irgendwo sein eigentlich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Unter dem Plastik. Ja, wie komme ich unter das Plastik? Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwo was drunter. Warte mal. Hier ist auch ein Moskito, der festhängt. Da muss irgendwo ein Weg unter die... Ah, hier vielleicht? Der hat, glaube ich, gerade im Netz festgehangen, der Moskito. Aua, was zum Teufel? Ihr kleinen hässlichen Mistviecher, ihr. Okay, war doch gut. Hat doch überhaupt nicht wehgetan. Warte mal, da können wir das hier gleich noch mitnehmen. Meine Güte nochmal, da kommen sie schon wieder. Jungspinne. Nicht schlecht. Noch irgendwas hier? Nee. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja! Science! Hier, genau. Und dann guck mal. Molar! Nice! Noch ein Molar. Zauber. Und was haben wir hier in der Ecke? Ist das zufällig... ja, robust brauchen wir nicht. Robuster Marmor. Das brauchen wir auch nicht. Geht's hier noch weiter? Nee. Aber ist interessant, ne? Oh, was haben wir denn da oben? Was ist das? Eine Ameise, die eingesponnen ist. Ist interessant, dass hier ein Spinnennest so drin ist. Das finde ich sind so die coolen Stellen. Da sieht man halt auch, dass die Viecher sich halt auch gerne überall in jeder kleinen Ritze einnisten. Wo es sich anbietet, ne? Das finde ich eigentlich immer so ganz geil. Das finde ich, bringt Grounded ziemlich gut rüber. Dieser Hang der Insekten, sich jede kleine Nische zu nehmen und da irgendwie dann was draus zu machen. So, das ist halt schon irgendwie ziemlich geil. So, dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich erstmal alles, oder? Wir haben Rost, wir haben Holzsplitter, wir haben Staub, den müssen wir sowieso noch verspinnen. Dann würde ich sagen, Rückzug erstmal. Oder, ja, ich meine, gut, man könnte jetzt natürlich im Schuppen noch weitermachen. Ich habe keinen Schwengel mehr, oder? Doch, aber der hat irgendwie gerade schon wieder nicht auslösen wollen. Warte mal, ich gehe jetzt mal nochmal hier hoch. Kommt man hier ganz nach oben? Warte mal, weil dann kann ich nämlich vielleicht von da noch an die Raw Science, die da noch ist. Und ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Komme ich hier rüber? Ja, okay. Von hier komme ich hin. So, komme ich hier hoch? Nein, okay, schade. Das wäre natürlich noch super gewesen, wenn man da noch irgendwie hochkäme. Könnte man vielleicht noch da zum Raw Science rüber segeln eigentlich. Bong, 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 bong. Ja, jetzt sind wir langsam so an einem Punkt, wo wir natürlich schon ziemlich viel gesehen haben, nicht wahr, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Jetzt kann man wirklich nur noch so diese kleinen Ecken, so wie diese Spinnenhöhle gerade. Die kann man jetzt vielleicht noch finden. Wo noch so ein paar Kleinigkeiten, oder das mit dem Ball, was ich da vorhin noch gefunden hatte. Diese Höhle, wo der Ball drin gesteckt hat. Das sind so Sachen, die kann man jetzt noch entdecken. Und vielleicht noch das ein oder andere Raw Science, was noch irgendwo, was wir irgendwo vielleicht noch nicht gesammelt haben. Vielleicht zum Beispiel mal hier bei dem Pedal mal ein bisschen genauer gucken. Könnte ja auch was sein, aber ist nicht tatsächlich. Hat er sich so gedacht. Ja, also solche Sachen könnte man jetzt halt noch finden. Was mehr oder weniger auch Glückssache ist. Es sei denn, ihr wisst es natürlich und sagt mir, wo das ist. Wo solche Sachen sind. Ansonsten ist das mehr oder minder Glückssache. Und man muss halt zusehen, dass man das halt irgendwie... Dass man halt so reinstolpert irgendwie. So wie ich da vorhin reingestolpert bin mit dem Ball. Das war ja auch mehr Zufall. Das hat mir auch, glaube ich, keiner geschrieben. Und wenn es mir einer geschrieben hat, dann habe ich es nicht deswegen jetzt gefunden. Sondern dann, ja, war das jetzt wirklich Zufall. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass mir das schon einer geschrieben hatte. Genau, aber auf jeden Fall haben wir das jetzt. So, dann können wir natürlich jetzt mal probieren. Also erstmal natürlich noch mal ein bisschen
Zeug jetzt zu machen für die Spikes und dann mal vielleicht bei einem von den Mixern mal zu triggern und mal zu gucken, ob wir da jetzt weiterkommen mit solchen Spikes. Ob das sinnvoll ist oder nicht. Würde mich mal interessieren. Ansonsten hat natürlich die Methode mit den Zubauen und den Pilzteilen natürlich immer sehr gut funktioniert jetzt in letzter Zeit. Und das werde ich natürlich auch versuchen wieder zu machen beim Mixer, beim nächsten. Stimmt, ich bin wieder instinktiv gerade nach oben gelaufen. Das war auch geil. Ich bin instinktiv hochgelaufen, weil ich dachte, ich muss ja nach unten. Aber wie gesagt, man ist schneller, wenn man die abschüssigen nimmt. Also wie gesagt, es ist nicht völlig sinnlos, wenn ich das so mache. Ich bin dann an der Zipline einfach schneller unterwegs. Muss man dazu immer sagen. Genau, so jetzt haben wir ganz viele Käferteile noch bekommen. Die schiebe ich jetzt gleich erstmal hier noch weg. Die schieben wir mal weg, genauso. Hier Gift auch. Und dann machen wir mal gleich aus den Staubfetzen, machen wir mal hier gleich Fusselseil, genau. Man braucht zweimal Fusselseil, okay. Dann können wir nur zwei Maschinen voll auslasten mit dem Fusselseil. Das ist natürlich nicht so prall. Aber immerhin, wir haben wenigstens noch ein bisschen was bekommen. Schieben wir das mal da rein. Ah, hier haben wir noch welche. Genau, guck mal, hier haben wir noch Holzsplitter, Rost. 17 Rost haben wir jetzt. Fusselseile. Davon haben wir Zeug. Nehmen wir das Fusselseil hier raus wieder. Genau, wir haben ganz viel Spinnenfaden noch. Milbenputz haben wir auch ganz viel. Ach ja, stimmt, Milben. Da muss ich auch nochmal nachgucken, weil ich glaube nämlich, ich habe die roten Milben noch nicht gescannt. Fällt mir mal jetzt gerade so auf. So, es ist jetzt ja gerade Nacht. Lass mal Nacht überspringen auf jeden Fall. Haben wir noch was zu essen? Nee, Essen haben wir nicht. Da muss ich nochmal schnell was holen gleich. Ich hole mal schnell noch was. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja, dann würde ich sagen, wir können uns ja mal wirklich diesen Mixer da hinten in der Ecke vornehmen dann. Vielleicht noch mal kurz zu den Milben und noch mal gucken, dass ich noch mal ein bisschen was scanne noch. Ich brauche eine Laus. Oder warte, wir können auch eigentlich die Kaulquappen holen. Stimmt, die Kaulquappen habe ich jetzt ja auch gescannt gehabt. Schwengel funktioniert noch? Ja, funktioniert noch. Okay, gut. Was war das? Oh Gott, dieses laute Krachen, wenn der jetzt kaputt geht. Aber so kann man es wenigstens nicht verpennen, dass er kaputt ist. Wenn er immer so lautlos aufhört zu funktionieren, dann geht einem das natürlich auch mal schnell. Dann übersieht man das mal schnell oder kriegt das gar nicht mit, dass der kaputt ist. Und dann beim nächsten Mal wundert man sich. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao. Oh.